Hallo zusammen, wir haben August 2022, es ist brütend heiß draußen, hier oben sind es mittlerweile 35 Grad auf meinem Dachboden, aber ich möchte doch mal ein kleines Fazit für euch ziehen, denn ich habe in den letzten Monaten vor euch immer wieder mal neu produzierte Kassetten getestet und bin ja zu positiveren, zu wirklich schlechten Ergebnissen gekommen, habe aber auch andere Tests mit großem Interesse verfolgt. Gerade mein Kumpel Jan von JWK Public, auch hier nochmal gleich ein Link zu seinem Kanal, hat bestimmte Kassetten eben auch nochmal unter die Lupe genommen und zum Teil auch andere Ergebnisse erzielt. Aber auch auf englischsprachigen Kanälen, wo ich manche Sachen verfolgt habe, war ich doch immer sehr, sehr gespannt, zu welchen Ergebnissen die kamen. Zum Teil eben zu den gleichen, zum Teil wichen die aber auch ein bisschen ab. Mittlerweile finde ich einfach, ist es mal nötig, diese Dinge noch mal einmal kurz in Gänze zu betrachten oder mal ein Resümee zu ziehen. Auch von Erfahrungen von Leuten aus unserer Tape-Deck-Liebhabergruppe, wo mittlerweile ja über 3.500 Leute drin sind, die auch natürlich viel ausprobieren und mir Feedback geben. Und mal ganz abhängig von dem, was ich mal herausgefunden habe, für mich mit meinen Geräten, mit meinen Testmethoden, sind doch manchmal die Feedbacks sehr interessant, die da so kommen und zeigen auch zum Teil mal deutlich, dass es anscheinend ziemliche Produktionsschwankungen gibt oder vielleicht sogar die Hersteller unterschiedliches Material einspulen. Das Gefühl habe ich manchmal halt auch. Sonst kann ich mir einfach manchmal die Unterschiede nicht erklären. Das ist schon gravierend. Deswegen nur mal kurz zusammengefasst, was habe ich in den letzten Monaten eigentlich hier ausprobiert und von all dem, was so bekannt ist, ihr auch immer wieder mal seht und findet, was könnt ihr gebrauchen, was nicht. Deswegen, für viele war wahrscheinlich das größte Highlight der Ankündigung von neuen Typ 2 Kassetten. Und auch ich war da natürlich enorm gespannt und das war meine bisher größte Pleite überhaupt und größte Enttäuschung. Und ich muss es mal echt vorsichtig bald ausdrücken, das war nicht nett, was da der Hersteller mit uns gemacht hat. Und ich finde es auch im Grunde eine totale Unverschämtheit, dass hier sehr hochpreisig Kassetten verkauft wurden, wo man eigentlich schon aufgrund des Preises davon ausgehen musste, hey, da kommt was wirklich Gutes, sonst können die nicht, wie in diesem Fall hier bei ATR mit dieser Gold- und Silber-Kobalt-Geschichte, im Falle der Silber 14 Euro, im Falle der Gold stolze 24 Euro für so eine Kassette verlangen. Das sind Typ-2-Bänder, das mag sein. Im Falle der Gold Series haben wir vielleicht auch ein tolles Spulendesign, aber klanglich sind die so unterirdisch und schlecht. Das ist absolut rausgeworfenes Geld. Diese Dinger kann man mit Musik nicht bespielen. Die kann man bestenfalls in die Aufstellung stellen. Ansonsten gehört das eher in die Mülltonne. Das ist wirklich nicht in Ordnung, dass sowas für so einen Preis verkauft wird. Finde ich vollkommen daneben. Und es gibt diese Kassetten, diese Kobaltbänder, auch unter anderen Labels, namhaften Labels, wo es mich schon fast schockiert, dass die dafür den Namen hergeben. Die Dinger sind eine Frechheit. Wirklich, echt. Hat mich geschockt und leider weiß ich, dass viel zu viele die Dinger gekauft haben und damit auch noch dem Hersteller richtig Geld in die Kassen gespült haben. Das ist wirklich eine Frechheit. Kommen wir mal zu was Positivem. Nachhaltig positiv. Die Recording the Masters Fox. Das ist die C60. Ich habe davon eine größere Stückzahl mal gekauft. Hier muss man sagen, die klingt wirklich gut. Und das ist für ein neu produziertes Typ 1 Band wirklich eine klangliche Empfehlung. Die kann man sehr, sehr gut benutzen. Ich habe alle, die ich bespielt habe, bis jetzt als absolut zuverlässig und gut empfunden. Keine Dropouts und nichts. Die klingen wirklich gut. Ich habe sie noch für Stück 2,75 Euro gekauft. Heute sind sie leider sehr, sehr viel teurer geworden. Auffällig ist hier aber, ich habe jetzt nur die C60, einfach weil ich von den Altbeständen NOS und Gebrauchten kaum 60er habe. Deswegen habe ich nur 60er gekauft. Von den 60ern hört man allgemein auch nur Gutes. Es ist ganz selten, dass da mal einer drüber nörgelt. Auffällig hier ist aber, bei den 90ern davon, da gibt es häufiger Kritik. Ich muss selber mal eine testen. Jedenfalls kann ich hier ziemlich uneingeschränkt die 60er
Recording the Masters Fox empfehlen. Die ist wirklich klasse. Dann hatte ich erst neulich die EQ Professional. Die ist mir zugespielt worden von einem kleinen Label, die wissen wollten, ob das, was sie da bespielen, auch was taugt. Ich bin zu einem sehr guten Ergebnis gekommen, eigentlich muss ich sagen. Ich fand die wirklich nicht viel schlechter als die Fox. Allerdings haben wir im Nachhinein mit sehr vielen Stimmen, ich sag mal, festgestellt und gehört, dass es da so reichlich Qualitätsunterschiede gibt. Vielleicht unterschiedliches Material eingespult wird, ich weiß es nicht. Auffällig war, meine hat gelbes Vorlaufband. Es gibt welche, die haben rotes und es gibt welche, die haben blaues. Mit blauen habe ich sie noch nie gesehen. Ich muss mir mal andere Versionen davon besorgen und werde die mal gegeneinander testen und gucken, ob die sich wirklich unterscheiden. Ich fand diese EQ Professional mit dem gelben Vorlaufband mal richtig gut und ich würde die auch kaufen. Die funktioniert. Hat übrigens das gleiche Gehäuse wie die Recording the Masters Fox. Also das sind beides mal Dinge, die ich selber kaufen würde. Allerdings, wie gesagt, bei der Eco Professional würde ich jetzt mal schon leicht einschränkend sagen, da gibt es auch reichlich negative Stimmen. Das kann ich nicht unbedingt in Gänze beurteilen. Das oder die beiden Exemplare, die ich davon habe, die sind wirklich gut. Dann hatte ich von Tape Music auch mal was die komplett fertig konfektioniert verkaufen, getestet. Die mir klanglich wirklich gut gefallen, die auch mal ein anderes Gehäuse haben in einem Design. Okay, vielleicht nicht jedermanns Sache, aber dieses das leuchtend blaue oder eben auch schneeweiße ist mal was anderes. Die Kassetten laufen gut, die Kassetten klingen gut und die haben mich eigentlich schon überzeugt. Hab allerdings doch dann beim häufigeren Gebrauch festgestellt, hier ist der Bandabrieb ein bisschen höher. Zumindest so lange, wie sie neu sind. Sind die 2-3 Mal durchgelaufen, lässt das nach. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Produktionsstaub oder Abrieb, irgendwas in der Art. Deswegen eingeschränkte Empfehlung. Ich finde wirklich, dass die eben eine gute Figur machen im Klang, im Rauschverhalten und sowas. Sind die mal echt nicht übel. Wie gesagt, das mit dem Abrieb stört mich natürlich ein bisschen. Wer sifft schon gerne seine Kassettendecks zu? Das wollen wir alle nicht so gerne. Kann aber auch nicht unbedingt sagen, ob das ein grundsätzliches Problem ist, was heute auch noch besteht. Ob das vielleicht bei den Kassetten war, die ich so bekommen habe. Vielleicht mal eine ausprobieren. Selbst ein Urteil bilden. Klanglich, aber wie gesagt, top. Keine Dropouts und nix. Da kann man wirklich nicht nörgeln. Ja, meine neuesten Kandidaten. Das waren die, wo ich mich immer noch schwer tue mit dem Namen. Die Gallum Optimal, einmal die PT und einmal die UR, die ja mich ein bisschen ratlos zurücklassen, muss ich sagen. Die PT vielleicht ein bisschen weniger, weil die finde ich einfach grundsätzlich mal schlecht. Die hat in keinem meiner Geräte eine gute Figur gemacht. Und das Einzige, was ich irgendwie so ein bisschen positiv fand, die hatten mal nicht das ganz klare Gehäuse, was ganz viele sonst heute haben, aber irgendwie klanglich, egal wo, echt mies. Nicht kaufen. Das andere ist die Gallum Optimal UR, die von einigen Designpunkten, vor allem eben von diesem UR-Logo her, an die Maxell UR erinnert. Klanglich kommt sie da nicht ganz ran. Kurios ist bei der Nummer jetzt hier mal nur, dass in meinen wirklich guten Decks ist auch diese Kassette eine ziemliche Katastrophe. Komischerweise macht sie aber in Decks, die keine Bandanmessung haben, eine erstaunlich gute Figur, wie eben meinem Dual CC1462 oder meinem Braun C3. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, schmeiße ich diese Kassette in so ein Deck, dann ist die gut. Und ich kann es mir technisch nicht wirklich erklären, warum die Besseren sich damit so schwer tun. Ist einfach hier, dass die Einmessung, die Einmesscomputer da zu irgendwelchen Ergebnissen kommen, was einfach vollkommen daneben liegt. Und wenn man es nicht einmisst und mit irgendwelchen Standardwerten hier da halt fährt, das komischerweise dann hinkommt. Warum auch immer das so ist, also die will ich nicht grundsätzlich als schlecht abstempeln. Da würde ich mal echt nur sagen, bevor ihr euch davon eine größere Menge zulegt, kauft mal, wenn es die einzeln gibt, ich weiß nicht, bis jetzt habe ich so nur einen Fünferpack gesehen, kauft mal erstmal nur eine, weil die ist nämlich nochmal erstaunlich günstig und im Fünferpack für 13 Euro zu haben, da sind wir also bei gut 2 Euro irgendwas eben das Stück, das ist mal im Verhältnis zu vielen anderen günstig. Und wenn es zu euren Deck und euren Geräten passt, im Dual aufgenommen,
wie gesagt, klingt im Dual gut, abgespielt dann auch in den Decks, wo die Aufnahmen alle Mist sind. Deswegen, die ist nicht grundsätzlich schlecht, ausprobieren. Ja, das war mal so mein Fazit von dem, was ihr aktuell an neu produzierten, namhafteren Brocken so kaufen könnt. Natürlich gibt es noch die diversen China-Derivate, wo ich auch mal was von ausprobiert habe. Das ist aber alles nicht wirklich der Rede wert. Da will ich auch mal gar kein Wort mehr drüber verschwenden. Deshalb beschränken wir uns mal hier auf diese 8 Stück. Und ich hoffe, das war mal ein ganz guter, kurzer Überblick für euch und eine kleine Entscheidungshilfe. In diesem Sinne, wie immer, abschalten, YouTube mal ausmachen, gute Musik auflegen und macht euch einen schönen Tag. Ja, zum Schluss noch eine kleine Bitte. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch mal auf Like oder abonniert sogar meinen Kanal, das wäre richtig klasse. Schaut euch meine anderen Videos an, guckt mal bei Facebook vorbei und sucht nach der Gruppe TapeTech-Liebhaber. Folgt mir oder auch der Gruppe auf Instagram. Die Links findet ihr unten auf meiner Seite in der Infobeschreibung meines Kanals. Ich fände es klasse, wenn ich euch öfter wiedersehe. Beziehungsweise ihr mich. In diesem Sinne, macht's gut.